Wenn sich die Stars in Hollywood vor laufender Kamera gegenseitig die Schädel einhauen, die Hälse durchschneiden, wenn sie älter aussehen müssen oder wie Monster, dann ist das ein Fall für Special Make-up Artist Matthew Mungall, den Experten für alles Blutige in Hollywood. Sich zu verkleiden und auch optisch in andere Charaktere zu schlüpfen, gehört für die Stars in Hollywood zum Alltagsgeschäft. Sie sitzen vor den Dreharbeiten oft stundenlang in der Maske, um sich von Special-Make-up-Experten wie Matthew Mungall aufwendig verwandeln zu lassen. Aus Brandon Fraser etwa machte Matthew einst Präsident Lincoln, aus James Woods einen Greis und Richard Dreyfuss schminkte er für Oliver Twist zur Filmfigur Fergin. Unzählige Stars saßen in den vergangenen 30 Jahren bei dem Oscar-gekrönten Make-up-Künstler bereits auf dem Schminkstuhl. Hochkaräter wie Johnny Depp und Sissy Spacek inklusive. Eine von Matthew Mungalls Spezialitäten im Bereich Spezialeffekte sind allerdings Leichen und alles, was mit blutrünstigen Szenen zu tun hat. Unsere Hauptkunden sind derzeit die Kriminalserien CSI und NCIS. Wir fertigen für diese Serien schrecklich verstümmelte Körper, Leichenteile und alles, was sonst noch gebraucht wird, um einen bestialischen Mord beim Blick durch die Kamera möglichst realistisch wirken zu lassen. Der Hauptbestandteil eines künstlich angefertigten Kopfes, eines Körperteils oder eines Organes ist Silikon. Der Vorteil dieses Materials ist, dass es sich sehr real anfühlt. Mit entsprechender Hautfarbe besprüht und mit Einschusslöchern oder Stichwunden verziert, wird daraus ein täuschend echt wirkender menschlicher Körper. Wir recherchieren viel in forensischen Büchern und studieren Fotos von Autopsien, die verschiedenste Todesarten dokumentieren. Also Leute mit Schusswunden, offenem Schädel oder auch verbrannte Körper. Das hier ist der Kopf von Billy Bob Thornton, den wir für eine Szene in dem Film Mr. Woodcock anfertigten. Es dauert circa 3 Tage, einen solchen Silikonkopf zu gestalten, zumal jedes einzelne Haar per Hand eingesetzt wird. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, wie aufwendig manche Make-up-Effekte wirklich sind. An diesen Babys hier haben wir beispielsweise ganze 4 Wochen lang gewerkelt. Auf dem Bildschirm werden sie später aber nur für etwa eine Sekunde zu sehen sein. Matthew Mungall ist stolz auf seine Kreationen, die in Filmen wie Spider-Man 3, Steven Spielberg's Schindlers Liste, Tropic Thunder mit Ben Stiller oder Indiana Jones 4 zu bestaunen waren. Für seine Arbeit an Francis Ford Coppolas Dracula-Film aus dem Jahr 1992 erhielt Matthew Mungall sogar einen Oscar. Die Gipsabdrücke von den Gesichtern der vielen Stars, mit denen Matthew Mungall bereits gearbeitet hat, zieren reihenweise die Arbeitsstätte seiner Firma WM Creations im San Fernando Valley. Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Tom Cruise und Russell Crowe, sie und noch viele mehr hat Matthew Mungall schon in Gips gegossen. Doch die Arbeit mit den Hollywood-Berühmtheiten ist nicht immer ganz so einfach. Edward mit den Scherenhänden war einer meiner ersten großen Jobs hier in Hollywood. Wir haben Johnny Depp täglich die Schnittwunden und Narben ins Gesicht gezaubert, die er für die Rolle haben musste. Mit ihm zu arbeiten war klasse, andere Stars hingegen sind sehr viel ungeduldiger, wenn sie stundenlang in der Maske sitzen müssen. Wie zeitaufwendig es wirklich ist, mit Silikon und blutrotem Maissirup ein paar offene Wunden ins Gesicht zu zaubern, habe ich dann auch mal am eigenen Leib erfahren. Right.